in your face. Gib mir deine Ressourcen. Fuck, 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 fuck. Oje, oje, oje. So, hallo. Es wird mal wieder Zeit, ein bisschen VR auszuprobieren. Heute mal wieder was Neueres. Oder relativ Älteres, aber für mich was Neues, nämlich Blind. Noch nie gespielt. Ich bin auch ein bisschen gespannt, ob die Einstellungen so passen, die ich jetzt eingestellt habe. Es handelt sich um Seeking Dawn, ein Sci-Fi-Shooter, denke ich mal. Mit diesen Geschöpfen da. Schauen wir einfach mal rein. Neues Spiel. MT. Ja, ui. Wie heißt natürlich? Fox. Welcome to the calibration screen. Follow the instructions in order to complete the procedure. Press the right trigger when you are ready to continue. Yo. Stand up. Check. Focus on story experience, streamlining in combat style, brand new weapon upgrade system. Das, wenn dann richtig. Okay. In the 24th Range Sanctuary, humanity has expanded past the solar system, tired of the suffering under the rule of the Alpha Centauri Commonwealth. The newly founded First Centauri Republic has taken up arms to fight for its sovereignty. Years of bloodshed follow. Then, news comes that the ACC have found an alien. Wow. Nicht so viel Text. Die Grafik ist ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig. Gut, ich bin jetzt Alex gewohnt. Das ist halt ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig. Es läuft, denke ich mal, auch nicht so gut, wie Alex läuft. Die musste auch irgendwie an der Leistung was schrauben. Aber schauen wir einfach mal. Select a movement style. You can change your preference from the settings menu at any time. Mhm. Kann man schon mal. Also das. Der Helm ist schon cool. Aber ein bisschen zu weit. Zu weit nach vorne. Press a direction on the left track. Was ist da der Unterschied zwischen normal und H? Und was ist der Unterschied zwischen Blink und Teleport? Ach, da steht's. Ah, Hand. Mach mal das. Move the left trackpad or joystick to walk in a direction, then hold it down to move at a jogging pace. Okay. Das müssen wir irgendwie einstellen. Ah, hier. Weil eigentlich hatten wir das ja schon eingestellt. Ich verstehe nicht, warum das jetzt nochmal einzustellen ist. Ja, eigentlich habe ich es auf links gestellt. Ja, so ist besser. Ja, das hat irgendwie Links-Rechts-Schwäche, glaube ich. Where do you think you are going? The captain's waiting for you on the bridge. Volle Kanne. Was macht das? Ah. Die Höhe. Thank you.
Oh, Mann. Ist jetzt irgendwas geändert? Also manche Sachen sind echt komisch. Wenn ich das jetzt mache, ändert sich was? Nein. Nicht sehr gut. Oder mir fällt es nicht auf. Ich glaube, ein bisschen größer könnten wir schon sein. Ich glaube, seine Größe müsste passen. Also das hat es ein bisschen groß geraten, aber was soll's. Schon mal echt tolle Jäger. Wie gesagt, die Grafik. Kann man an der Grafik noch was machen? Ich brauche ja ein bisschen Schönheit. Ich brauche das einfach. Headroom haben wir zwar nicht mehr. Es macht einfach null großen Unterschied, vielleicht minimal. Teleising machen wir mal aus. Das ist jetzt ein Unterschied gemacht. Machen wir nochmal Antializing an und danach fangen wir auch mit dem Spiel an. Dann erreicht das mir auch. Kein Unterschied gemacht. Wayne. Okay, los geht's. Und es leckt ein bisschen. Mal kurz testen. Ja, ein bisschen. Sorry. Der Perfektionist in mir. Also wir machen Shadow of Medium und das machen wir wieder auf 1, Antializing machen wir aus. Dann müssen wir genug Headroom haben. Und zack. Ist zwar nicht Cherry-like die Kirsche auf der Sahne, aber was soll's. Vielleicht ist das Gameplay ja wenigstens etwas. Touch the trackpad or push the joystick to the right or left to rotate your character in that direction. You can change the degree of angular rotation in the systems menu under settings. Mach ich eh nicht. Vor allem nicht so grobmotorisch wie er. Muss ich das jetzt machen oder was? Ach, oder muss ich das jetzt... Oh, es ist dumm. Ist alles dumm. Bewege ich mich lieber selber. Lieutenant Weston, the captain's waiting for you on the bridge. Okay. Das machen die mit Absicht. Entschuldigung. There you are. For a member of the Penumbra Corps, you sure took your sweet time. Ist doch noch ein Kind. That's Captain Coleman, Lieutenant. Captain, Skipper, ma'am. So, we've arrived. Affirmative. We dropped out of FTL travel a few minutes ago, right over the target world. Take a look. The planet where Major Walker's team disappeared. Auf das Wesentliche sich konzentrieren. Yep, that about sums it up. Initial scans suggest an abundance of natural resources, both above and below ground. It certainly explains the ACC's interest. Like kids in a candy store. How about Walker's team? Any idea where they went to ground? No response on any FCR frequencies, but we did pick up a distress signal. That'll be your first lead. We'll drop you right on top of it. 6 weeks off the grid, and their beacon's still working? Not bad. Anything else? Yeah, that's all we've got. Better secure your backpack. This'll be your last chance to do an equipment check before the drop. And while you're at it, you should down a few rations. Ich guck auf den Text. Grab some from the stash.
Hallo? The best of FCR cuisine. Bland and stale. To use a consumable to restore your health or lower your hunger or thirst, equip it in one hand. Bring that hand to your character's face and he will automatically consume it. If your character is trying to drink, be sure to have the opening pointed towards your face. Okay. So erstmal nehmen wir den saftigen Burger. Ich wollte den Burger. Press the menu button on your left controller to open the backpack. To navigate the backpack menu, use your right controller. Point the controller towards an item to see its description. To move an item to your quick select bar, aim at the item with your controller, hold down the trigger, drag it to the quick select bar of the hand you wish to equip it in, and release the trigger. To equip an item, aim at the item with your controller, hold down the trigger, drag the item to the particular body part. We're beginning our approach, Lieutenant. Your weapon's in the pod. Head there when you're ready, and let's get this show started. Yes, ma'am. Talk to you from the ground. Ja, schon klar. Ich hab doch jetzt hier diesen Ring da. Das ist doch mein... Ich mein... Und wie aktiviere ich das? Ja, er hat's mir bestimmt erklärt und ich hab mir nicht zugehört. Musste ich das in die Hand nehmen? Dann habe ich es direkt in der Hand. Ja, aber das ist doch ein... Das sind doch... Das ist doch bestimmt Hotkeys. Construction geht nicht. System ist System. Database ist Database. Mann. Ich hasse so viel Text. Ja, dann. Ja, ich dachte, ich hätte vielleicht irgendwie einen Hotkey. Das laufen. Ja, who cares? Ja, aber Hunger habe ich. Weil dann macht es ja. Kann ich es auch gleich machen. Naja. Da muss ich raus. Travis, on that station 2, any activity on your screen? Nothing showing up in this sector either. I don't like this. I don't like this. Ich mag Züge. Der Entdecker in mir muss natürlich wieder alles entdecken. Aber hier ist nichts mehr. Nee. Die hat ein komisches Gesicht. Jetzt ein bisschen Action hier. All operatives report to the launch bay and prepare for combat. Repeat. All operatives report to the launch bay and prepare for combat. All operatives report to the launch bay and prepare for combat. Repeat. All operatives report to the launch bay and prepare for combat. Was denn das? Ein Tesseract? Headed to the surface? Good luck, Lieutenant. Wo ist...
wo guckt man denn da hin? Drop wo ist hier vorne und wo ist hier hinten? Here we go again. The Falconer is nearing the drop zone now. Comms check. Reading you loud and clear. Acknowledged. All systems are go. Lieutenant, time to get your feet wet. Initiating drop in 3, 2, 1. Really should not have eaten that ration. Man up. Trajectory is locked in. Time to landing, 45 seconds. Blah, 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 blah. Coleman? That's Captain... Not a good time. I think the maneuvering jets are gone. Coleman, hang on. We've lost real-time monitoring for your pod. Last update puts you 2 kilometers above the surface. Stay calm. Even without jets, the kinetic foam should cushion your landing. Partially. Not reassuring. Just brace yourself. Estimating your altitude at 1 kilometer. Ah, shit. Status report. Lieutenant. Hätte ich meinen Bildschirm Lieutenant. Irgendwie, dass man sieht, wie es draußen aussieht. Yeah, I'm here. Dein Fenster oder so. Okay, our techs are looking into your equipment failure now. Status report? Give me a minute. I need to run a systems check. So, jetzt hat man eine unspektakuläre Landung. Suit function still operational. Good. God damn it, my flashlight. Where's my gun? Press the A button or the menu button on your right controller to open the quick select bar. Hab ich. Artifice, add the pistol to the... Joch, ey. Es ist ja das Quick Select wieder, was ich ja meinte. Irgendwie will der Kack nicht. If one of your hands is empty, move the hand to an item you wish to equip. The item will automatically be placed in that hand, and the quick select menu will close. You may equip 2 items simultaneously. Touchdown confirmed. No hostiles in the immediate area. Though I don't see the distress beacon either. Ist das doch das quick slot? You're not far from your original LZ. I'm sending the coordinates to your system. Roger that. Heading over there now. Jetzt ging's irgendwie. Keine Ahnung warum. Munition, 200, okay. Aha. Wechselad. Und aufladen. Okay. Also an sich sieht es schon cool aus, muss ich schon sagen. Ausfälle gehabt. Die gehören natürlich immer dazu. Aber wir haben es geschafft. Munition. Small Kaliber.
Okay. Ah, da war noch eine Einstellung, glaube ich, die man machen kann, und zwar Damage Display. Das brauche ich nicht. Hab ich gerade schon gemerkt, dachte ich, als ich einen Käfer angeschossen habe, hey, habe ich jetzt minus 20 Freundlichkeitspunkte verloren, Freundschaftspunkte verloren oder was? Nein, braucht man nicht. Also an sich ganz cool, muss ich schon sagen. Kann man sogar streicheln. Na gut, gucken wir mal. To engage in combat, equip a weapon in your hand in order to fire a gun. You must have the correct ammunition type in your inventory. To reload, press the grip button on the side of the appropriate controller. This will automatically load a fresh magazine into your weapon. Point your weapon at the target and pull the trigger to fire. And triff. I've got something. Lieutenant? It's a feral. Moving to attack. Was lädt hier gerade so auf? Das. Strange. Dann gucken wir alles ganz genau an, auf jeden Fall. Ob wir irgendwelche Items finden, weil ich glaube, hier kann man echt auch ganz gut looten. Ist gar nicht mal so einfach. Wasser, Nanobots. Nanobots machen wir hier hin, Essen machen wir dahin und Wasser machen wir dahin. Wir sind gut hydriert und der Magen ist voll. Passt also. Na, sieh bei Alex, daran habe ich mich schon irgendwie gewöhnt. High Ground. Aha. Are you clear? Yeah. Yes. Though I don't think we'll be getting along with the locals. You seem to have handled yourself nicely. What about the intelligence level? If there are aliens we can communicate with, those weren't it. What I just killed was probably no smarter than your average house pet. Smart enough to take out Walker's team? Not likely. Though it depends on how many they ran into. For starters, I'm gonna need more ammo. You can worry about that later. Keep up your search for now. Ja, die halten halt. Die halten gut was aus. In your ass. Flashlight wäre nicht schlecht. Das ist scheinbar mein Schild, der sich dann immer auflädt. Was ist das? Immer so komisches Zeug in der Hand. Fleisch.
Na gut. Ja, da muss irgendwas anderes hin. Das sieht doch kacke aus. Scheinbar muss ich da runter. Aber da hinten sind noch Kisten. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal hin. Doch keine Kisten. Sah so aus, als wären da Kisten. Muss er da nur außen rumlaufen? Riecht was rum, aber ich habe doch vorhin was gesehen, auf jeden Fall. Da unten. Ich meine, sprengen kann man ja auch nicht, scheinbar. Dann bin ich mir nicht sicher, ob man überhaupt da hinkommt. Kann man physikalisch springen? Nein, kann man auch nicht. Ich kann hier. Ja, aber was bringt. Jetzt tot. Ernsthaft. Muss ich jetzt den Mist nochmal machen, alles? Na, die sind auf. Sich trinken. Ich schätze mal, das ist ein Easter Egg gewesen. Aber wie man jetzt da hinkommt, das weiß ich jetzt auch nicht. Obwohl, es reizt mich schon jetzt. Ich möchte das jetzt gerne wissen, was das ist. Aber ich habe so das Gefühl, ich komme danach nicht mehr hoch. Und ich. Oh ne. So weit wollte ich jetzt nicht. Vor allem verbrauche ich halt ständig dann Nahrung und Wasser. So ein Dreck. Vielleicht muss ich auch nur da drauf schießen. Gucken wir mal. Der rennt auch so. Also wie gesagt, runter komme ich bestimmt. Aber ich komme dann bestimmt nicht mehr hoch. Ja. Vielleicht ist es auch gar nichts. Ich glaube eher, das ist nur ein Marker vielleicht auch. Ja, jetzt könntest du rennen. Warum rennst du jetzt auf einmal nicht mehr? Vorhin bist du gestratzt wie noch was. Und dann sind wir in den Abgrund runtergefallen und jetzt hast du scheinbar keinen Bock mehr zu rennen. Zecken.
erkennt mir gar nichts. Oh fuck, da ist ein ganzes Nest. Ja, scheinbar muss ich da runter. So eine Granate wäre nicht schlecht. Wenn man nicht sowas. Wieder gehen. Examining Deck. Ja. Viele sind es. Zwei. Nur zwei, hat er gesagt. Ernsthaft. Wieso kann der Kerl auch nicht springen? Der hat einen Hightech-Helm an. Eine Hightech-Rüstung und eine Hightech-Waffe, aber kann nicht mal Hightech-mäßig springen. Ein richtiger Lappen. Also ich weiß ja nicht so recht. Ich glaube letztendlich... Ist das... Nee. War das vorhin schon da? Also letztendlich sterbe ich wahrscheinlich nicht durch die Kreaturen. I need a drink. Durch die Kreaturen? Sondern durch die Umgebung schon, stimmt. Auf einmal immer schneller. Fuck. Nur aufpassen, nicht in den scheiß Abgrund zu fallen. Captain, it looks like I'm headed underground. Any support you can give me down there? Until we can get drones in position, we won't have eyes on you. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das grüne Ding was zum Einsammeln da, aber ich... Keine Ahnung, wenn da... Oh fuck. Riesenkäfer. Wenn man da hinkommen soll. Nothing will get in behind you without our knowing. Guess it's as good as I'm gonna get. S. Das ominöse Fleisch. War gerade ein bisschen ruhig für eine Höhle. Hey, eine komische viele Insekten. Hey. Die Feuerrate könnte man ruhig ein bisschen erhöhen. Oh fuck, den habe ich jetzt nicht gesehen. So, was haben wir bekommen? Chitin. Munition. Ja, ich glaube, das ist alles zum Craften. Später, oder? Bin ich mal gespannt, wie das Crafting-System aussieht. Kiste. Kiste ist immer gut. Water. Ein Alien-Burger.
Wasser könnte ich gebrauchen. Aber keins. Ah, doch, da. Leben die noch oder sind die am Verrecken oder brauchen die Hilfe? Schon wieder welche. So das. Was ist da jetzt Freund und was ist da jetzt Feind? Wo ist die Waffe? Hallo? Oh Mann. Ist das ein Scheiß, ey? Ernsthaft den ganzen verfickten Weg jetzt nochmal? Wird das Scheiß? Quickslot-Menü? Alles durcheinander gebracht hat. Was ist das jetzt? Das trinkt man auch scheinbar, okay. Mit voller Energie kann er besser rennen, okay. Ach, das ist doch. Das ist doch Mäusemelken hier, ey. Wir wissen, was das ist, aber du kannst sowas von vergessen. Also ich habe die Schwierigkeit zwar auf hart gestellt, vielleicht sollte ich da runtergehen. Das ist, sonst stecke ich nachher wahrscheinlich dann in der Bredouille, dass ich dann einfach keine Munition mehr habe. Versuchen wir mal. Oh Mann, du läufst so langsam, genauso elendig langsam wie bei Alex. Manchmal voller Energie und dann wieder ohne Hoffnung auf Zeugs. Jetzt mal kurz die Steuerung weg. Ich habe keine Ahnung warum. Das wird ja. Oh, was? Von wo denn? Und wo kam die jetzt? Die hatten wir doch vorhin schon. Willst du mich verarschen, ey? Also ich fürchte, die Gegner resetten sich dann, sobald man. Oh, ist das. Also so richtig warm werde ich hier nicht. Boys kommen auch. Oh, komm, geh zur Seite. Also ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht.
immer nur zwei Schüsse brauchen, die. Schlagen wäre nicht schlecht. Fleisch. Na, groß weiter werden wir jetzt ja nicht kommen. Sind keine Eier. Jetzt könnt ihr mich alle mal. Mir scheißegal, ich mache jetzt alle Biester kaputt. Ich guck jetzt nicht, wer jetzt gut und böse ist. Verkackt bei mir. Ja, dass er nicht springen kann, das regt mich so auf. Die halten ein bisschen mehr aus. Aber ich treffe einfach gut. 1-0 für mich. Überall Käfer und Riesenzecken. Eider, 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 Eider. Das wäre überhaupt nichts für mich hier. Oh Gott. Nee, hier möchte ich nicht wohnen. Nervt mich trotzdem. Zwei Sachen nervt mich hier. Nicht springen zu können und dieses grüne Ding nicht nehmen zu können. Das nervt mich. Nur noch mehr Riesenpilze. Was ist? Habt ihr es verpasst? Auf einmal so dramatische Musik. Ohne Grund. Oh, da ist ein Riesen-Kabuto. Nice Dice. Ist schon cool. Noch mal schön außen rum.
damit wir ja nichts liegen lassen. Was kommt jetzt da für Musik? Wo ist es? Der ist groß. In your face. Gib mir deine Ressourcen. Fuck. Oje. Ausweichen ist der Trick. Nice. Respekt. Das hat sich doch gelohnt. Aber einer reicht mir. Einer ist gut. Zwei brauche ich nicht. Aber dem Spiel fehlt irgendwie etwas an Fülle, an... Ach du Scheiße. Warum sieht er so mächtig aus? Immer wenn diese Melodie kommt, habe ich das Gefühl, irgendwas passiert hier. Aber ich glaube, der war schon Endboss. Captain, I've got eyes on a downed FCR ship. No signs of life. Acknowledged. Is it Walker's? The model is a match anyways. One Qatar-class deep space Neutron craft. It looks like it was brought down this way. That more or less affirms the ACC still being on planet. Wasn't explaining why my drop pod was powered. Could it have been something in the air? Something that gummed up our air intakes? No. The engineers have ruled out gaseous interference. The atmosphere is actually quite similar to what we're used to. Breathable even, if you get tired of wearing your helmet. My helmet's fine where it is, that is. Suit yourself. Just see if you can find anything of value. Ja, ein Visier wäre nicht schlecht. Ja gut, Laser geht auch. Hauptsache es ballert. Ja, noch mehr. Boah, sind die schnell! Irgendwas Schönes. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich den Weg gehen möchte oder den anderen.
jetzt rennen die wieder so. Immerhin haben wir noch genug Munition. Ich stell mal vor, ich hätte es auf hart gelassen. Das wäre ja ein Traurigkeitsarmut. Armutszeugnis. Ja gut, trinken könnten wir was. Geht's jetzt mal zu dem Großen. Was mich wohl da erwartet. Aber ich glaube, fürs Erste reicht das hier. Schauen wir uns beim nächsten Mal an, wie es weitergeht. Thank you.